am Herzen liegt, ermöglichen wir, dass es darstellbar ist mit der Unterstützung des Landes, dass die Gebäude saniert werden können, dass wir kluge Bausteine haben, in denen wir die Wärmeversorgung Schritt für Schritt zur erneuerbaren Wärmeversorgung führen. Mit den Menschen zusammen, angebotsorientiert und nicht von oben. So, ich mach das mal aus. Angebotsorientiert. Angebotsorientiert. Nun hören Sie mir mal zu, Frau Ministerin. Mein Mann und ich haben unser Leben lang gearbeitet. Wir haben zwei wunderbare Kinder großgezogen. Und an meinen Enkeln habe ich viel, viel Freude. Natürlich mache ich mir viele Gedanken für deren Zukunft. Das Klima, der Frieden in Europa und die Sache mit Corona in den letzten Jahren. Ich wünsche mir, dass alles wieder für sie besser wird. Aber jetzt soll ich mein Zuhause umbauen und mein Vermieter und Sie machen sich einen lauen Lenz? Nö. Sorgen Sie doch erstmal dafür, dass jeder ein bezahlbares Dach über dem Kopf hat und dass die Kosten nicht weiter explodieren. Und tun Sie doch mal was fürs Klima. Und bauen Sie ein paar Windräder. Das haben Sie uns doch versprochen. Also kommen Sie erstmal in eine Pötte, bevor ich in meiner Wohnung zum Spachtel greife. Und dann können wir gerne nochmal drüber reden. Ihre Oma Erna.